Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten hier aus dem Wiederverwertungsgebäude aufmachen und dazu habe ich schon fleißig Missionen in der Garnison durchgeballert, habe mir ein paar Kisten zusammengefarmt und ja, wir wollen jetzt insgesamt 20 Stück öffnen. Beim Hexer sieht es ja sehr, sehr gut aus, da brauchen wir tatsächlich nur noch die Hose und ich hoffe, dass wir da vielleicht mal ein bisschen Glück haben. Und ja, würde sagen, fangen wir gleich mal an. 20 Kisten. Nummer 1, da waren Garnisonsressourcen drin, also hat sich richtig rentiert. Nummer 2, Garnisonsressourcen. Da haben wir jetzt so ein Upgrade-Item gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Hexer noch was brauche. 4 war auch nichts drin. Prächtiges Fell, das brauche ich jetzt auch eher weniger. Ein paar Blumen haben wir. Noch mehr Materialien, ein bisschen Erz, okay. Ich brauche ein paar Items hier. Ein bisschen Leder, okay, ist auch ganz nice, aber brauche ich nicht wirklich. Ein bisschen Staub haben wir gekriegt. Kriege ich jetzt überhaupt noch ein Item? Warte, was haben wir da gekriegt? Wieder so eine Waffen-Upgrade-Geschichte. Also irgendwie kriege ich jetzt gar nichts raus. Nochmal ein Waffen-Upgrade. Ihr seht schon, schmeißen ein paar Feder. Also ich krieg nur Materialien irgendwie, komm, also mindestens ein Teil will ich doch haben hier. Ja gut, das war jetzt eine ziemliche Nullnummer, ne? Wir haben eigentlich jetzt nur Materialien gekriegt oder Garnisonsressourcen, die ich nicht brauche, beziehungsweise hier so ein paar Waffen-Upgrade-Sachen, aber die brauche ich auch nicht wirklich. Ja okay, das war schon mal nix. Ich hoffe beim nächsten Mal haben wir ein bisschen mehr Glück, dass ich mal diese Hosen am Ende noch krieg und dass wir dann mit dem Hexer vielleicht mal fertig sind. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und ja, drückt mir die Daumen fürs nächste Mal. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Luck. Euer Attila, bis dahin, ciao.